Eine Stadt, die ja auf Open Data setzt, vor allem seit es Rot-Grün gibt, ist ja Wien. Jetzt kommst du ins Spiel, Klaus. Allerdings auch noch ohne Informationsfreiheitsgesetz. Ich sage jetzt noch unter Klammern sozusagen. Aber wie ist die politische Erfahrung diesbezüglich bislang? Also wie schätzt du das ein? Es ist, also wie es der Robert schon gesagt hat, es geht wirklich ums politische Commitment. Es hat in der vorigen Legislaturperiode, und das ja vor allem du auch thematisiert, vor allem auch anhand dieses Beispiels der nicht offenen Daten der Wiener Linien, Ich wo wäre du jetzt an diese Timeline, hätte ich vorher noch genau, die Anträge gestellt und so. genau, da hast du mehrere Anträge gestellt aus der Opposition heraus. Es war damals politisch zuständig, jetzt abgesehen für die Wiener Linien ist es die Finanzstadträtin, aber politisch zuständig für das Thema war der Rudi Schicker. Ich habe dann versucht, dieses Thema in den Wiener Koalitionsvertrag, in den rot-grünen Koalitionsvertrag reinzuverhandeln, war aber selber nicht in der Verhandlungsgruppe, da war eben der Verhandlungs, das Gegenüber war der Rudi Schicker. Und dann ist was rausgekommen, das hat ungefähr gelautet, das steht im Koalitionspapier, es wird eine Enquete eingesetzt, die die Chancen und Risiken von Open Data erörtern soll. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das wird nichts. Ja. Dann ist aber die MA14, die formal dafür zuständig ist, weil das ist die Informationsverarbeitungsabteilung, ist zur Sandra Frauenberger gewandert. Und ziemlich, also gleich zu Beginn in einer der ersten Gemeinderatssitzungen der Koalition habe ich die Sandra gebeten, um 10 Minuten darüber zu reden. Und dann hat sie gesagt, habe ich das ja kurz erklärt, was ist Open Data, was ist Open Government, was sind die Vorteile für eine Stadt, was sind die Vorteile für Bürgerinnen, für die Bürgerinnenfreundlichkeit oder auch die Akzeptanz von Politik und Verwaltung. Und sie hat zugehört und gesagt, warum haben wir das noch nicht? Und habe ich gesagt, weiß ich nicht, an uns liegt es nicht. Also ich gesagt, nein, das machen wir. Dann habe ich gesagt, nein, wenn wir es machen, das Wichtigste daran ist, dass man von Anfang an die zivilgesellschaftlichen Initiativen mit einbezieht. Also die ganzen Experten und Expertinnen, die seit langem daran arbeiten. Ich habe mehrere Veranstaltungen vorher schon besucht gehabt, bereits im Wahlkampf gedacht, ich möchte das zum Thema machen. Habe so Leute eben wie den Robert kennengelernt. Habe der Sandra gesagt, du solltest diese Leute unbedingt kennenlernen und du solltest dafür sorgen, dass die von Anfang an mit einbezogen werden. Und das ist, glaube ich, wirklich das Erfolgsgeheimnis, warum das in Wien relativ gut läuft. Ja, dass wir von Anfang an nicht gesagt haben, die Politik und die Verwaltung tun sich irgendwas auspokern, sondern wir machen es gemeinsam mit den Experten und Expertinnen aus der Zivilgesellschaft. Und wir haben dann sehr bald diese Open Data Plattformen ins Leben gerufen. Zu Beginn war das, glaube ich, fast monatlich. Jetzt ist es alle paar Monate. Wo sich und die Sandra Frauenberger hat dann auch gleich aus der Magistratsdirektion, und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolges, der Magistratsdirektion einen schon älteren Beamten ernannt als Chief Information Officer. Der jetzt, glaube ich, auch bald in Pension geht und der hat zu Beginn auf einer Pressekonferenz gesagt, und das hat mich sehr beeindruckt, er hat gesagt, er geht jetzt bald in Pension und wenn ihn seine Enkel einmal fragen, was hast du eigentlich in deinem Leben geleistet, dann möchte er sagen, ich habe in Wien Open Data auf den Weg gebracht. Da habe ich mir gedacht, boah, der wird sich wirklich dahinter klären. Und das ist, glaube ich, auch so. Den haben wir auch von Anfang an eben gebeten, die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. Gleichzeitig gibt es ein politisches Board, da bin ich drin für die Grünen, ein paar SPÖ-Gemeinderätinnen und die Sandra Frauenberger und wir treffen uns auch alle paar Monate, um die neuen Schritte zu beurteilen, um zu sagen, was fehlt und so weiter, um das Ganze politisch zu begleiten. Und deswegen hat es relativ bald sehr, 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 sehr gut funktioniert. Wir haben dann ziemlich bald die ersten Datensätze veröffentlicht. Wir haben ziemlich bald internationale Preise und Anerkennungen sogar gekriegt, wo wir eigentlich auf einem Stand waren, wo Wien weit hinter vielen anderen europäischen Städten zurückgefallen war. Ja, und wir waren dann relativ bald, haben wir in manchen Bereichen sogar als Vorbild gedient für andere Städte. Das hat uns natürlich sehr motiviert, da in diese Richtung weiterzumachen.
Natürlich gibt es viele offene Fragen noch. Also natürlich ist es mit den Wiener Linien noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Es ist der große Brocken Transparenz. Was fehlt da noch bei der Wiener Linie? Das sind, glaube ich, eher technische Sachen, die der Robert besser erklären kann als ich. Und auch gesamtheitlicher mit dem gesamten Netz, glaube ich, auch verbinden, war in Diskussion, ja, also, auch die ÖBB reinnehmen. Ja, bei der Freiger war die Frage, sind zum Beispiel die ÖBB-Daten mit dabei in Wien? Die kommen aus einem anderen System und da braucht es auch den Bundesansatz und dort hat es auch erst vor kurzem ein Meetup von der Open Knowledge Foundation dazu gegeben, wie halt österreichweit die Situation ausschaut. Da Patrick und ich sind im Rahmen der offenen Öffis-Initiative, haben wir gegründet, offenöffis.at, haben wir informiert, wie es dort ausschaut und dort ist es sehr gesplittet, sagen wir mal so, die einzelnen Verkehrsunternehmen sagen, es wird eine bundesweite Lösung kommen, die VAO, Verkehrsauskunft.at, die vom Ministerium auch gefördert und forciert wird und wo die großen Players für nach ÖBB nicht, aber die großen anderen Verkehrsverbünde dabei sind, da wird gesagt, dort kommt die Lösung und dort wird es Open Data geben. Es ist aber dann, vielleicht kannst du kurz besser zusammenfassen. Nein, also zusammengefasst, ja, das Problem ist, die einzelnen Bundesländer und die Einzelunternehmen wie auch Dr. Richard und ÖBB verweisen eben immer auf diese bundesweite Lösung, zum Beispiel eben die Verkehrsauskunft Österreich. Und die hingegen verweist wieder darum, dass denen eigentlich die Daten nicht gehören und dass alle einzelnen Unternehmen ihre Genehmigung zusammen einstimmig abgeben müssten, damit sie ihre Schnittstelle öffnen könnten. Also insofern ist es halt dieses typische Hin- und Her-Zeigen und keiner löst das eigentliche Problem. Dankeschön. Also wir sind im Bereich Open Data relativ weit, sind mittlerweile übrigens 196 Datensätze, nicht mehr nur 180, habe ich gerade nachgeschaut. Also es geht irgendwie so los bei Altstoffsammelstellen, dann Ambulanzenstandorte, Ampeln mit Akustikkennung und Ampeln ohne Akustikkennung, was immer das ist. Und so geht es dahin. Was fehlt ist, glaube ich, also was dringend fehlt, ist ein Transparenzgesetz. Da gibt es das Hamburger Modell, es gibt eben diese slowenischen Modelle. Da muss ich sagen, es ist ein bisschen zach. Ja, also da gibt's, es ist immer sehr, sehr personenabhängig. Auch hier ist die Sandra Frauenberger sicherlich jemand, die das weiterbringen will. Andere stehen eher auf der Bremse. Da hat es dann geheißen, okay, machen wir einen Arbeitskreis. Ja, da machen wir jetzt eine Enquete, die hätten wir eigentlich schon im September machen wollen, aber irgendwie, man will offenbar doch nicht so dringend. Und das ist zach, also es ist mühsam. Ich hoffe, dass wir da zumindest bis zum Ende von der Legislaturperiode noch einiges auf den Weg bringen werden. Ich glaube, es wird sicherlich auch im Wahlkampf ein Thema werden, ob man das schafft. Wir werden es jedenfalls zum Thema machen. Da gibt es auch hier gibt es, also was ich noch sagen wollte, wirklich wichtig ist die wahnsinnig konstruktive Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Gruppen. Ja? Also erstens einmal so rund um den Robert und viele andere, die Open Data, Open Government Bewegung voranbringen, aber auch beim Transparenzgesetz, wo es eben diese Initiative Transparenzgesetz.at rund um den Hubert Sickinger und den Josef Barth gibt. Ich komme aus zivilgesellschaftlichen Bewegungen, ich habe eigentlich selten in zivilgesellschaftlichen Bewegungen so eine Professionalität gesehen, die sich auch darin ausdrückt, eine für mich fast unverständliche große Geduld mit uns Politikern und Politikerinnen zu haben. Ja, wo sie sagen, wir verstehen das, dass manche Dinge länger dauern. Ja, das ist bei anderen Pressure Groups eher nicht. Und das ist ein unglaublich konstruktives, aber doch sehr, sehr hartnäckiges und permanentes Einbringen. Und damit glaube ich, dass wir in vielen Bereichen wirklich auf Augenhöhe miteinander agieren können. Ein Bereich, der für mich auch noch sehr, sehr ausbaufähig ist in Wien, ist der Bereich des Open Government, also die öffentliche Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungsprozesse. Ja, das fängt damit an,
dass zum Beispiel Ausschussprotokolle eigentlich nicht veröffentlicht werden und auch nicht dürfen. Ich bin, soweit ich weiß, noch immer in Österreich der einzige Abgeordnete, zumindest Landtagsabgeordnete oder Nationalratsabgeordnete, der Ausschussprotokolle veröffentlicht. Ich mache das beim Kulturausschuss, heute habe ich wieder einen veröffentlicht. Und das ist halb legal, ja, oder halb illegal. In Bezirken gibt es auch Bezirksrätinnen von uns, die das machen, und die sind schon mit Strafen bedroht worden sogar, weil sie Protokolle veröffentlichen. Ja, und das ist eigentlich absurd. Dann auch so Dinge, die im Nationalrat oder im Bundesrat zum Beispiel selbstverständlich sind, dass da mitgefilmt wird und dass das dann auch on demand verfügbar ist. Das sind auch Sachen, die wir im Wiener Gemeinderat angeblich an den Kosten scheitern und all diese Dinge. Es gibt jetzt auch endlich die Redenprotokolle, Personen zugeordnet und all diese Dinge. Also schön langsam bricht da was auf, aber da geht noch mehr, also da ist noch Luft nach oben hin. Offener Haushalt versuchen wir auch seit langem zu verhandeln. Also ich freue mich, ich hoffe sehr, dass das im Dezember was Konkretes wird. Was wir jedenfalls machen werden, dass wir in unserem Ressort, also im Verkehrs- und Stadtplanungsressort, nächstes Jahr daran gehen werden. Wenn es die Stadt nicht tut, dann tun wir es selber. Ja, also wenn wir es nicht schaffen, als Stadtregierung das gemeinsam da machen, dann werden wir auf jeden Fall aus unserem Ressort die Budgetdaten veröffentlichen und damit einmal eine Vorgabe zu leisten. Ja, danke Klaus für die Ausführungen mit Unterbrechung, aber danke dafür. Ich kann mich ja erinnern, als wir damals noch die Marie Ringler und ich angefangen haben, den Kulturausschuss zu veröffentlichen. Das haben wir dann auch öfter zum Thema gemacht. Und dann hat der Maler Pocconi mir gesagt, wieso, das steht ja eh im Amtsblatt. Ja? Das ist so viel zu Lesbarkeitstheorie und so. Ja? Ihr habt in Krems ja eine Evaluierung gemacht dessen, was in Wien in Sachen Open Data passiert. Kannst du das unterstreichen und unterschreiben, was Klaus gesagt hat, oder wo gibt es auch noch die Probleme oder die Lücken aus eurer Sicht? Ja. Ich kann das in den meisten Punkten unterschreiben. Also wo ich sicher zustimme, ist, dass Wien sich unterscheidet von anderen Städten oder auch anderen Ländern im Hinblick auf die Einbindung der Zivilgesellschaft oder eben auch, dass sie das einmal richtig angegangen sind. Ja, die Stadt Wien hat sich ja auch gekümmert, Externe hinzuzunehmen, von Haus aus gleich die Entwickler, die Community eigentlich an Bord zu holen. Ja. Natürlich muss man sich auch fragen, wenn man jetzt die Potenziale ein bisschen kritischer beleuchtet, ja, von Open Government Data, ich sage bewusst Open Government Data, weil Open Data mir allein ein bisschen zu technisch ist, also die Begründung, warum auch Open Government Data sagen könnte, wäre ja, dass es eben auch politisch relevante Daten sein müssten, ja, damit man quasi nicht einfach nur Big Data, sondern eben auch die Auswirkungen von Big Data haben. Und da haben wir ja zwei Richtungen. Ne? Wir haben immer demokratiepolitische Auswirkungen, ja, die mit dem Verständnis der Bevölkerung einhergehen. Also die Bevölkerung kann auf Basis von besseren Daten mehr Informationen, bessere Entscheidungen treffen und so weiter. Oder eben dann auch andere Auswirkungen, wie zum Beispiel also Auswirkungen auf Basis der Transparenz, ja, weniger Korruption, also da gibt es ja alle diese Versprechungen und Verheißungen. Ja. Wir haben eine Evaluation durchgeführt, wir haben uns hauptsächlich angeschaut, wie Open Data, Open Government Data als Thema in der Bevölkerung in verschiedenen Zielgruppen wahrgenommen wird. Und das ist natürlich unterschiedlich, ja, weil jede Zielgruppe hat unterschiedliche Interessen. Also es gab die Wissenschaft und Forschung, es gab die Wirtschaft, es gab die Entwicklerinnen, es gab die Bevölkerung als Ganzes und die Journalisten haben wir noch dazu genommen aufgrund ihres gesellschaftspolitischen Auftrags auch. Und das ist jetzt schon ein Jahr her und deshalb auch jetzt unter dieser Brille quasi zu lesen, dass sich natürlich schon wieder einiges getan hat. Aber wenn ich mich da richtig erinnere, ganz interessant, ja, in allen diesen Gruppen ist ein ganz starker Gender Gap herausgekommen, ja, also jetzt nicht nur inwieweit kann ich Daten lesen, inwieweit interessiert mich das Thema, aber auch inwieweit beteilige ich mich als Frau, ja, also hier haben wir sogar ein paar weibliche Zuhörerinnen. Das möchte ich mir mal genau anschauen, wenn ich sage, wir holen die Zivilgesellschaft ins Board, ja, weil wir holen einen Teil der Zivilgesellschaft ins Board, der ja eine
ein Teilsegment der Gesellschaft ist, ja, und Open Government Data kann nur dann einschlagen, wenn ich auch wirklich den Effekt auf der Bevölkerung, also wenn ich eine Umfrage mache, ja, und die Leute sagen, wow, Open Data hat mich dazu gebracht, dass ich da bessere Entscheidungen treffe oder daran glaube ich, dass dann, glaube ich, haben wir den Effekt und den haben wir momentan noch nicht. Ich mache das manchmal ganz gern, wenn ich auf Fortbildungen bin zum Thema oder auf Konferenzen und dann rede ich nicht mit den Wissenschaftlern, die da reden, sondern dann rede ich mit dem Menschen, der den Kaffee bringt zum Beispiel, ja, und frage ihn, ob der oder sie überhaupt weiß, was das ist, ja, und das ist ein unglaubliches Desinteresse und ein das ich da immer kriege. Also ich glaube, daran muss man arbeiten, ja, und das war im Wesentlichen auch einer der Knackpunkte der Evaluation, also die Empfehlung an die Stadt Wien, hier noch stärker Zielgruppenarbeit zu machen. Ja, das machen sie jetzt auch. Also wir waren jetzt gerade bei zwei Workshops, zum Beispiel einer war zum Thema Kultur, wo man eben geschaut hat, wo könnte man denn diesen Mehrwert der Bevölkerung über das Thema Kultur an die Leute bringen. Und da passiert jetzt auch einiges, aber auch da ist man in der Anfangsphase. In der Forschung passiert auch noch zu wenig. Also es gibt ja Möglichkeiten, wie man das auch bewerten könnte mit Benchmark-Systemen, dass man zum Beispiel sagt, wie ist es denn in einem bestimmten Land? Gibt es einen Zusammenhang zwischen sowas wie dem Korruptionsindex? Und das sind irrsinnig komplizierte Gebilde. Wen das interessiert, ich habe auch so ein Online-Open-Access-Journal, JEDEM heißt das, also jedem.org, und da ist ein Artikel drinnen, den kann man sich runterladen frei, und der untersucht diesen Zusammenhang. Ein Beispiel von Brasilien und hat eben auch die These, dass Open Data da sehr wohl einen Effekt hat. Also man kann das untersuchen, geht aber erst los. Das ist das, was mir einfällt, so zu diesen Benchmarking-Systemen. Und dann vielleicht kontrastierend, wenn man jetzt sagt, die Stadt Wien hat eine Vorreiterrolle, ja, das wird immer hervorgestrichen, das stimmt vielleicht auch in Österreich. Und trotzdem müssen wir uns auch ein bisschen anschauen. Es gibt zum Beispiel jetzt von der Open Knowledge Foundation einen Index, einen Open Data Index, gerade herausgekommen, wo natürlich die USA und Großbritannien führen, und dann kommen schneller mal Dänemark, die nordischen Länder, Norwegen und so weiter. Und wir sind vor den Deutschen, das ist immer das Erste, was wir schauen. Ja. Das ist gut. Wir sind auch, wenn man vergleicht, das hat der Robert schon schön gesagt, ja, auf der Ebene der Anwendungen, die entwickelt werden, im Vergleich zu Berlin ganz gut dran. Ja. Jeder zehnte Datensatz, glaube ich, in Berlin führt zu einer Anwendung. Bei uns sind es fast jeder zweite. Ja. Aber auch da möchte ich nicht vergessen, dass man sich genau anschaut, wer verwendet denn diese Anwendungen auch. Ja. Also, und ein letzter Punkt, der mir noch vielleicht einfällt von unserer Evaluation, aus der Zielgruppe der Journalisten, die da auch sehr kritisch waren. Und ich habe damals nämlich die Interviews mit den Journalisten geführt. Und die haben zusammengefasst gesagt, ja, es ist alles schön und gut, aber Datenjournalismus machen sie ohnehin. Sie müssen sich ihre Daten sowieso suchen, egal. Also natürlich haben die auch bestimmte Formate bevorzugt und Open-Formate bevorzugt, aber sie haben gesagt, momentan also ist es so, dass sie trotzdem noch woanders auf die Suche gehen müssen für die brisanten Themen, weil einerseits nicht die problematischen Daten freigegeben werden, die wirklich politisch interessant werden. Oder wenn das so ist, dass man genau aufpassen muss, weil wenn jetzt ein einzelner Datensatz freigegeben wird und der ist nicht komplett, ich glaube, das knüpft dann das an, was du angedeutet hast, ja, dass noch zu wenig da ist, ja, dann verzerrt man auch sehr schnell das Bild. Dann gebe ich jetzt einen Datensatz von einer Region frei, und da schaut es gerade gut aus, ja, aber ich habe kein gesamtösterreichisches Bild, also so zusammengefasst die wichtigsten Kritikpunkte. Es wurde ja schon gesprochen, dass das Lizenzmodell so wichtig sei bei Open Data, nämlich die Frage, ob man als Regierung, also es geht ja um Daten, die der Steuerzahler und die Steuerzahlerin bezahlt haben. Und man gibt es ihnen ja wieder zurück. Das ist ja im Grunde so, kann man so ganz vereinfacht mal ein Grundprinzip ja auch erklären. Und dann ist natürlich immer die Frage, und die haben wir auch intern, das kann man auch offen sagen, sehr heftig diskutiert, sollen diese Daten auch kommerziell verwendet werden können, oder sollen Daten, die eine öffentliche Verwaltung zur Verfügung stellt, auch tatsächlich nur nicht kommerziell genutzt werden können? Da gibt es ja auch verschiedene Denkschulen. Du hast ja darauf hingewiesen, wie wichtig auch die kommerzielle Verwendung ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, und dann du auch über diese Wertschöpfungskette. Ja. Also
Ich glaube, es ist wichtig für Nachhaltigkeit in der, jetzt zum Beispiel in der App-Entwicklung. Wenn man jetzt sagt, man erlaubt keine kommerziellen Projekte, dann wird man vielleicht Studentengruppen gewinnen, die das mal kurz anschauen, die damit experimentieren, aber es dann sein lassen und liegen liegen. Dann hat man Apps, die irgendwann verweisen und nicht mehr gepflegt werden, weil das natürlich auch ein Aufwand ist, die aktuell zu halten. Und das ist auch eher dem, im Entstehen, dass man Businessmodelle schafft, die halt diese Daten integrieren. Also ein Beispiel ist, die Zoom Square fällt mir auch noch ein, die relativ neues Startup-Unternehmen, das innovative Immobiliensuche macht und dort auch alle OGD-Wien-Daten mit einbezieht, um innovativerer nach Immobilien suchen zu können. Also das, die haben klar ein Gewinnstreben als Startup und das würde die würden sonst als Nutzer wegfallen, haben aber einen super Service. Also ich finde, sie schaffen ja, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, schafft es ja auch, zahlt es dann Steuern, im Idealfall, und profitiert dann auch wieder die Gesellschaft und kommt über einen Umweg dieser Investition, die natürlich, weil die Aufbereitung der Daten kostet auch was, aber die Mehrwerte kommen über Umwege, über Steuern und über sei es geschaffene Arbeitsplätze wieder retour in das System quasi. Also es ist nicht so, dass das abgesaugt wird und es ist weg, sondern ganz im Gegenteil. Und was mir dann auch einfällt, da war früher die Debatte eben Wiener Linien zurück, war so quasi, gibt's Google die Daten? Und meine Antwort immer darauf, gibt's nicht Google die Daten, gibt's allen die Daten und Google kann sich zu denselben Bedingungen holen, aber wieso soll es Google nicht auch nehmen können? Sie könnten genauso jetzt auf die Daten zugreifen, machen es aber nicht, sie haben bis jetzt halt kein Interesse. Warum eigentlich nicht? Sie wollen, glaube ich, eher größer, sie wollen es dann für ganz Österreich und in ihrem Format, aber wie gesagt, aber auch die Entscheidung, jetzt gibt es ein Format, sie könnten sich da andocken und müssten halt vielleicht investieren, um an die Open Data Schnittstelle anzudocken, ich habe keinen Kontakt zu ihnen, ich weiß jetzt nicht, ob sie da interessiert dran sind, aber ich vom Prinzip her finde ich, es sollte auch jeder darauf zugreifen können und wenn Google einen Mehrwert bietet, wieder für die Touristen, die dann nur Google Maps Navigation nutzen, ist es ja auch wieder gut für Wien, da profitiert ja auch Wien wieder davon, wieso sollte man dann Google ausschließen? Also das heißt, nicht kommerziell heißt wirklich dann für alle und das denke ich, macht nachhaltig, also langfristig mehr Sinn. Wobei sie beim Datenjournalismus ja dann schon wieder so die Frage stellt, nicht? Weil wenn ein Journalist aufgrund von Open Data einen Text veröffentlicht, um die Auflage zu steigern, damit dieses Produkt sich verkauft, diese Zeitung, oder dann ist es ja auch wieder kommerziell. Ne? Also irgendwie gibt es ja auch die Grauzonen. Ne? Es ist schwer, das dann wirklich festzumachen, was ist nicht kommerziell und also es führt dazu, wenn die rechtlichen, und das Tolle an CC BY ist, das ist etabliert weltweit, jeder weiß, wenn ich CC BY nehme, dann muss ich nur die Quelle dazu schreiben, habe 2-3 Bedingungen und das war's. Deutschland hat zum Beispiel einen anderen Weg gegangen, die haben eigene Datenlizenzen Deutschland gemacht, kommerziell, nicht kommerziell, ganz komplexe Modelle, wo ein normaler Entwickler, der eigentlich nur programmieren will, dann sagt, okay, da habe ich ein Regelwerk, das urkomplex ist, ne, lass es. Das ist, da schreckt man alle damit ab und darum ist es so ein zentrales, einfaches Modell, wie CC BY ein wichtiger Erfolgsfaktor und da sagen, okay, ich kann damit arbeiten, ich kann es auch kommerziell potenziell machen, ich meine, es macht ja nicht jeder Gewinn, aber es könnte ja sein, dass man Werbung einbaut, dann ist es schon eine kommerzielle Nutzung und dann darf ich das nicht mehr anbieten, das wäre ja schade. Es ist in Wahrheit ganz einfach, ich nutze öffentliche Infrastruktur und das ist öffentliche Infrastruktur. Das ist so, wie wenn ich Straßen benutze, um private Geschäfte zu machen. Solange die Straßen niemanden wegnehmen, kann ich die Straßen nutzen, um damit private Geschäfte zu machen. Und das ist bei den Daten genauso. Idiotisch wäre es, würde die Stadt exklusiv die Daten jemandem verkaufen und dann sagen, das habe ich jetzt Google oder was man vorher gemacht hat, Quando, exklusiv gegeben und das darf jemand anderer nicht nutzen. Das müssen wir natürlich verhindern. Wobei da auch, also was mir von den diversen Workshops mit der Stadt Wien noch in Erinnerung ist, also Stichwort Umwegrentabilität, ist wirklich oft auch schwer auszurechnen, ja? Weil man könnte ja auch sagen, dass wenn ich jetzt sage, ich mache einen Schwerpunkt Kultur, ja, das kommt der Kulturhauptstadt Wien wieder zugute, wie berechne ich dann, auf welchem Weg sich das wieder rentiert hat, also ich glaube, man muss ein bisschen weggehen von diesen klassischen Zahlen, obwohl es natürlich auch in Zahlen ausgerechnet wird, also wie haben wir da jetzt 40 Milliarden auf Ebene der EU wird da berechnet, ja, ich bin kein Wirtschaftsexperte, ja, aber die Zahlen kommen zustande, ja, und was du gesagt hast, ist sicher, also
bin ich voll d'accord. Ja. Wird auch immer wieder genannt von der Open Knowledge Foundation, dass das jetzt auch der nächste Schritt wäre, um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Ja. In der Stadt Wien selber kommt man ein bisschen so oft vor, dass da verschiedene Kulturkreise in verschiedenen Abteilungen auch noch gibt, die natürlich von unterschiedlichen unterschiedlichen Zielen innerhalb der Abteilungen zustande kommen, ja, weil wenn ich jetzt sage, die Abfallwirtschaft und so weiter, da haben die einige Anbieter, die durchaus sehr interessiert wären, ja, die bösen Drittanbieter, die dann dastehen, währenddessen eine Abteilung wie die Statistik ganz genau sieht, wie viel sie sich erspart, ja, auf Ebene der Ressourcen. Und da das ist immer so dieses, also mir kommt es ein bisschen so vor wie dieses dieses Geben- und Nehmen-Modell, ja, das wir auch in der Wirtschaft oft haben. Und das passt jetzt vielleicht überhaupt nicht, also ich sage es trotzdem, ich habe ein Buch gelesen, da geht es um Geben und Nehmen aus einer wirtschaftlichen Perspektive und da schaut man sich dieses Geben besser an, ja, zum Beispiel die Geber, wie die erfolgreich sind, ja, als Führungskräfte und auch generell, ja, mit ihren Netzwerken. Und die Geber finden sich ganz unten auf der Karriereleiter interessanterweise, aber sie finden sich auch ganz oben, ja, und dazwischen sind alle Tauschhandler und alle Nehmer. Und ich habe mal überlegt, ob man es ein bisschen auf Open Government Data übertragen kann. Ja? Vielleicht ist es gar nicht so klar, ja? ob man nicht manchmal in einem bestimmten Kontext auch verlieren kann, also rein auf der Budgetebene, sondern da muss man sich eben dann genau anschauen, ja, in welcher Abteilung bin ich gerade und was würde jetzt wirklich drauf gehen, weil das kannst nicht verallgemeinern. Ja? Ich glaube, das trifft einen ziemlichen Kernpunkt. Ja. Das ist die Frage, wie gehen wir mit öffentlichem Gut, mit öffentlichem Raum, mit Öffentlichkeit an und für sich um. Das ist, und dafür gibt es keine Tradition. Ja. Also es gibt eine Tradition, gerade in einer Stadt wie Wien, des Hortens von Herrschaftswissen. Ja. Es gibt so eine sehr, sehr top-down, sehr, sehr exzellent verwaltete Stadt. Und man will aber auch sich bewahren, und das hat sie in manchen Bereichen der Verwaltung und auch in manchen Bereichen der Politik sehr, sehr, sehr tief eingegraben, dass man ununterbrochen auch mitteilen will, du sollst die ganze Zeit wissen, von wem du das gekriegt hast. Ja? Dem auch dankbar sein in irgendeiner Form, und das muss aber dann durch diesen Flaschenhals durch. Ja, da kannst du, sobald du die Information oder andere öffentliches Gut oder öffentlichen Raum einfach sagst, hallo, das gehört uns allen, selbstverständlich, und das hat dann niemand gegeben, sondern das hat dir immer schon gehört. Ja, dann verlierst du natürlich diesen Machtanspruch und dieses Herrschaftswissen. Und das finden wir immer wieder, sowohl bei manchen politischen Akteuren als auch bei manchen Teilen der Verwaltung. Und natürlich gelingt es uns jetzt bei der Veröffentlichung der Datensätze leichter, jene Datensätze zu veröffentlichen, die, sagen wir, angenehm sind. Ja, also wenn wir irgendwie sagen, das haben wir erfolgreich, da können wir Erfolge verzeichnen, während jene Daten und jenes Wissen über Bereiche der Stadtverwaltung oder politische Prozesse, die unter Umständen auch unangenehm sein könnten. Ja, weil Wien ist zwar super, und vor allem als Rot-Grün ist es extrem super, aber nicht alles ist super. Und das versucht man dann doch eher hintanzuhalten. Und deswegen braucht es eigentlich so nicht nur stickelweise, was man jetzt, glaube ich, sehr erfolgreich tun, Datensätze herauszurücken, sondern das grundsätzliche Bekenntnis, dass man einfach die grundsätzliche Haltung einnimmt, das, was wir da machen, machen wir ja, weil wir das, was wir so tun als Politik und Verwaltung, euch allen gehören. Das ist allgemeines Eigentum, öffentliches Eigentum, und diese Haltung braucht es, glaube ich, noch. Möchte ich was ein Beispiel anschließen? Für mich ist es ein bisschen ein Kreis von der Tradition vom Amtsgeheimnis, ist alles geheim und Herrschaftswissen. Und da fällt mir ein Beispiel ein von einer Open Data Konferenz, wo der Chef des Umweltbundesamtes damals gesagt hat, da war der Wilhelm Molterer war Landwirtschaftsminister, und da hat es eine Riesendiskussion gegeben, gibt man Abfalldaten frei. Also da war eine emotionale Diskussion, und sie haben es dann freigegeben. Der Rudi kann dann Details vielleicht sagen, welche das waren. Aber die Konklusion war eben, dass er dann gesagt hat, ja, die Freigabe hat den Diskurs versachlicht. Und es ist dann wirklich einmal sachlich über ein Thema diskutiert worden, und dieses war so auf ihn so ein Aha-Effekt so quasi. Und ich denke, das braucht es in vielen Bereichen halt noch, dass man was sieht, okay, ist natürlich, wenn man was transparent macht, dann sieht man auch vielleicht Unstimmigkeiten, es ist nicht alles perfekt oder so. Aber
es kann auch dazu führen, dass es kann auch Gutes daraus entstehen und da muss man sich auch drüber trauen, wie ist die Fehlerkultur eben in dieser Organisation oder macht man nur gold-plated Sachen und alles andere wird nicht akzeptiert, aber ich glaube, dass man diese Beta-Kultur schon auch ein bisschen von der Verwaltung auch immer mehr akzeptiert, dass man auch sagt, okay, es ist unfertig und es ist ein Prozess, man arbeitet dran, das ist einfach wichtig von der Botschaft her, glaube ich, dass. Also auf das Demokratie-Thema will ich sowieso noch eingehen. Ich habe jetzt nur noch eine Frage aus der Praxis. Vielleicht weißt du von Wien auch sowas. Ist es nicht auch so, dass Open Data eigentlich auch der Verwaltung selbst hilft? Weil es gibt ja eine Abteilung oder ein Ministerium oder beispielsweise, das Daten braucht von einem anderen Ministerium. Das ist ja ein furchtbar mühsamer Weg. Und wenn das im Internet veröffentlicht ist, also Hausnummer, wie schaut es mit der kulturellen Nahversorgung in Stadterweiterungsgebieten aus oder so? Ja? Ich erfinde jetzt einfach nur ein Beispiel. Also kann es nicht auch eine, oder gibt es da schon praktische Beispiele sogar, dass es sogar innerhalb der Verwaltung gewisse Dinge vereinfacht sogar oder so eine gute Information darstellt, dass man daraus politische Ableitungen und Entscheidungen treffen kann? Ein historisches Beispiel fällt mir ein. Natürlich, wenn ich Datensätze aus verschiedenen Abteilungen kombiniere, können ja unglaubliche Innovationen entstehen. So entsteht eigentlich Innovation. Also mit der Cholera in London damals, wo sie ja das Abwassersystem, also diese Daten dann mit den Krankendaten und so weiter verknüpft haben und dann ein neues System daraus entstanden ist. Also ich meine, solche Dinge kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass wir die noch nicht sehen, weil das hat damals auch keiner gesehen, dass das passiert, wenn die diese Daten verknüpfen. Ja, und ich glaube, das erste Mal muss man es freigeben und dann entstehen hundertprozentig Verknüpfungen, die wir vorher nicht gesehen haben, auch innerhalb der Verwaltung, klar. Aber vielleicht ist das bei der Verwaltung so ähnlich wie bei der Uni, die ist ja auch eine große Verwaltung. Ich kann es nur von mir sagen, oft ist es so, dass es sehr schwierig ist, in solchen Systemen abteilungsübergreifend und departmentübergreifend zu arbeiten, obwohl es gleichzeitig auch sehr einfach wäre. Aber das ist eine Kulturfrage auch wieder. Dass es eine Kulturfrage ist mit der Fehlerkultur, das merkt man auch, wenn man in die nordischen Länder schaut. Ja, ich war mal auf einer Veranstaltung, Nordic Openness hat das geheißen, und dann habe ich denen erklärt, was dieses Amtsgeheimnis bei uns ist, und die haben mich ganz groß angeschaut. Ja, und dann habe ich ihnen erklärt, dass es MA2412 mal gegeben hat, und die haben das auch nicht verstanden. Nein, ich kann auch ein Beispiel sagen, also jetzt keins, wo ich konkret wüsste, dass jetzt Magistratsabteilungen schon davon profitieren, dass es jetzt Open Data gibt und dass sie deswegen leichter zu wissen von anderen Magistratsabteilungen gelangen, aber ich vermute es, weil die Magistratsabteilungen in Wien, das sind Festungen mit hohen Mauern zwischen den Abteilungen. Im Kulturbereich weiß ich zum Beispiel, dass wenn man jetzt eine kleine Kulturinitiative ist, muss man sich an drei Abteilungen wenden, wenn man was veranstalten will. Also MA7 für die Subvention und die MA36 für die Veranstaltungsanmeldung, jetzt dritte habe ich vergessen. Und die wissen tatsächlich voneinander nicht, und wir haben öfter versucht, dass die MA7 quasi auch als Dienstleister für Kulturinitiativen auftritt und denen erleichtert, dass sie jetzt irgendwas machen können, und die haben gesagt, Das mit der Veranstaltung, das ist immer Sex, das geht noch nichts an, das wissen wir auch nicht, wie das funktioniert, das wollen wir auch nicht wissen, gar nichts. Und wir haben jetzt der Kulturinfoservice als eine Informationsdienstleistungsstelle gegründet, wo die MA7 dann gesagt hat, das wollen wir aber, dass in der MA7 angesiedelt ist. Dann haben wir gedacht, das wird sicher dann wieder das Gleiche sein, und wir haben es jetzt externalisiert und wir haben jetzt eine handliche Broschüre, und das ist auch im Internet veröffentlicht, wo eben Veranstalter zum ersten Mal auf einen Blick sehen, was brauche ich alles, um eine kleine Kulturveranstaltung zu machen. So was Einfaches eigentlich. Ja. Ich glaube, die Verwaltung ist die Verwaltung auch ein Profiteur dieser Open Data Anstrengungen, aber natürlich ist es nicht im Fokus, weil der Fokus richtet sich auf den Bürger. Potenzial in Verwaltung ist auch da, vielleicht mehr als auch Nutzer von Anwendungen, zum Beispiel, wenn man das Rechtsinformationsservice nimmt vom Bundeskanzleramt, dass es auch als Open Data gibt und ich glaube 4 oder 5 zusätzliche Abfrageinterfaces geschaffen oder verschiedenen Geräten, die dann wieder auch von natürlich Verwaltung sehr stark genutzt und leichter genutzt werden können. Also Verwaltung aus Nutzer von den entstandenen Anwendungen wieder, zum Beispiel.
Kommen wir zum nächsten großen Punkt. Das ist eh schon dauernd mitgeschwommen in unserer Debatte, aber vorhin haben wir eigentlich über Wirtschaft gesprochen. Das ist natürlich die Demokratie. Es ist ja tatsächlich auch feststellbar, das merke ich, ich habe das auch in diesem Wahlkampf sehr stark bemerkt, dass eigentlich so eine Sehnsucht nach der neuen Ehrlichkeit statt diesen PR-Blasen, sage ich mal, ja, in der gesamten Politik. Und ihr habt das ja schon angedeutet, dass Open Data dazu einen Beitrag leisten kann. Also alleine sicher nicht, aber das muss wahrscheinlich in einem gesamten Kulturveränderung vonstatten gehen. Der Mut zu Fehler machen, also auch der Mut zu sagen, da passt was nicht und was kann man tun und auch eine öffentliche Debatte anders führen. Ist das, kann Open Data das, kann Open Data auch wirklich zu so einer ganz neuen demokratischen Kultur à la longue nachhaltig beitragen? Gibt es vielleicht auch internationale Beispiele, wobei natürlich wir die Kulturen auch berücksichtigen müssen, das Amtsgeheimnis spielt in Österreich natürlich eine andere Rolle als in Schweden, wo es das nie gegeben hat in Wahrheit. Ja. Aber kann man sich da was vorstellen oder sich auch etwas erwarten oder tut man da vielleicht auch ein bisschen zu viel jetzt in Open Data hinein sich wünschen? Also ganz kurz, Open Data ist ja nur eine Säule vom Open Government Modell. Also das ist die Grundlage, Daten quasi als für weiterführende Partizipation. Aber da, Judith, da bist du die Expertin. Ich bin nicht die Expertin, aber ich setze mein Haus verstanden. Nein, es gibt positive und es gibt negative Beispiele auf der Ebene natürlich, aber wie du gesagt hast, ja, also Open Data hat jetzt hauptsächlich mal mit Transparenz zu tun und dann, was ich vorher schon gesagt habe, dann erst, wenn die Bevölkerung es auch anwenden und wahrnehmen kann, dann hat es unglaubliches Potenzial. Ich glaube, dass es momentan noch nicht passiert, dass es nicht wahrgenommen wird, in dem Sinne zumindest nicht über diese Nischenbewegung hinaus. Ich kann jetzt mal sagen, wir könnten durchaus von einer Bewegung sprechen, bei Open Data auch. Ja. Es gibt aber auch negative Beispiele und zwar, und gefährlich wird es immer dann mit den Initiativen zur Transparenz und zur Partizipation, wenn der Schuss ein bisschen nach hinten losgeht. Ja. Bei den E-Partizipationsprojekten hat man zum Beispiel den Fehler gemacht, dass man sich nicht committed hat. Ja. Die Leute haben Zeit reingesteckt und das passiert jetzt auch noch. Ja. Oft wissen die Leute nicht, ja, was ist denn jetzt mein Mehrwert, mein persönlicher Mehrwert oder was ist denn das Versprechen, wenn ich mich da jetzt beteilige. Ja. Das passiert leider auch noch sehr wenig. Ja. Das wäre quasi der nächste Schritt. Bei Open Data könnte man es anwenden, indem man die Bevölkerung auch durchaus auch zur Datenkorrektur einsetzen würde, denen auch ein bisschen Verantwortung gibt. Also zusammengefasst einfach ein bisschen mehr Kompromisslosigkeit, sowohl im Veröffentlichen, also in dem, was wir freigeben, als auch in dem, welche Verantwortung wir der Bevölkerung geben. Weil ich glaube, das merke ich ja in den Gesprächen mit den Taxifahrern und auch meinen Freunden, dass die Leute sich nicht verantwortlich fühlen, weil man ihnen auch keine gibt. Ja? Deshalb auch der Aufschrei nach mehr direkter Demokratie. Und dann gibt es auch negative Beispiele, wo der Begriff Open Data dann negativ wahrgenommen wird, weil auf anderen Ebenen der Transparenz und oder Korruption und so weiter Politik nichts oder schlimmere Dinge passieren. Ich sage jetzt mal Kanada als Beispiel. Ich habe einen Blogartikel gelesen wieder, wo sich jemand aufregt über Open Data als Wort und es ist alles eine Farce und leere Hülsen und Worthülsen, weil, und dann schaut er sich und dann erklärt er halt warum, ja, weil in Kanada gibt es ja auch parallel durchaus solche Gesetze, ja, die zum Beispiel sagen, dass wenn du in einem bestimmten Bereich Naturwissenschaftler bist, dann musst du eine Genehmigung einholen, bevor du mit einem Journalisten sprichst zum Beispiel, ja, und solche Dinge. Die arbeiten natürlich dann der Transparenz wieder entgegen und es ist dann völlig wurscht, ob Kanada dem sogenannten Open Government Partnership beigetreten ist oder nicht, ja. Und die Open Knowledge Foundation hat sich ja auch angeschaut, ob diese Partnership-Geschichte irgendwie zusammenhängt mit dem neuen Index, den sie gemacht haben, und eigentlich nicht. Ja. Also die haben viele haben ja gar nicht mitgemacht, dann, ja, dann kann man das gar nicht bewerten. Das ist auch so ein Problem in der Forschung. Ja. Aber ja, es gibt auch negative Beispiele, wo das nach hinten losgeht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die ich sehe, dass diese eigentlich sehr guten Initiativen mit sehr viel Potenzial dann am Commitment der Politik scheitern, ja, und ja, auch in ein schlechteres Licht drücken. Zumindest im E-Partizipationsbereich habe ich das in den letzten 2 Jahren ganz stark bemerkt, wo es immer schwieriger wird, wenn man ein Projekt, das eigentlich gut ist, aus dem Boden stampft und dann, ja, die Bevölkerung nicht mehr dran glaubt. Ja. Ich meine, du kannst natürlich auch, die Gefahr besteht natürlich auch, dass du in einem Überangebot gut gemeinter Veröffentlichung zwar dir den Anschein gibst irgendwie, dass du jetzt transparent bist, aber in Wahrheit schaffst du eine totale Unübersichtlichkeit.
Und die Sache mit den Bäumen und dem Wald, ne? Ja, und ich glaube, der Weg müsste sein, dass es wirklich eine gesetzliche Verankerung gibt dafür, dass du als Bürger, Bürgerin oder Journalist, Journalistin und so weiter einfach automatisch das Recht hast, auf diese Daten zuzugreifen. Natürlich kannst du diese ganzen vielen, vielen Daten nicht überblicken, aber wenn wir wissen, dass die Bürger und Bürgerinnen oder Journalisten und Journalistinnen jederzeit auf so gut wie alles, was wir da so machen, verwalten und produzieren und so weiter, zugreifen können, dann agieren wir selber anders. Ja, dann, wenn ich weiß, dass mir die Leute auf die Finger schauen kann, dann agiere ich als Politiker natürlich vorsichtiger oder anders oder verantwortungsvoller hoffentlich. Also ich habe mir das zum Beispiel gedacht, wenn wir wissen würden, dass alle, also die Gemeinderatsreden im Wiener Gemeinderat, die sind grottig. Ja? Also wenn du da reingehst, du wendest dich mit Grauen ab, also es ist unfassbar, was da daher verzapft wird. Ich denke mal, wenn die Leute wissen, dass sie da mitgefilmt werden und dass das dann auf YouTube erscheinen kann und dann weiß ich nicht, wie viele tausend Klicks kriegt, dann würden sie unter Umständen sich ein bisschen besser überlegen, was sie sagen. Also Bundesrat, das von ORF3 übertragen, da kann ich dir sagen, es hilft gar nichts. nimm mir nicht meine Illusionen. Ich behaupte jetzt einfach mal. Ich hab heute in Vorbereitung auf das Gespräch heute, wir haben heute Clubsitzung gehabt und ich habe heute bei meinen eigenen Gemeinderatskollegen, habe ich sie gefragt, gesagt, eine der Fragen wird lauten, wie hat Open Data euer tägliche politische Arbeit verändert? Und die Leute haben gesagt, ja, eigentlich. Dann hat der Christoph Korher gesagt, na, was schon passiert ist in unserem eigenen Ressort, wir geben tatsächlich Planungsdaten wesentlich früher frei als früher und das macht die Arbeit viel, viel anstrengender. Ja, also weil sich die Leute, Planungsressort ist ja was, wo man sieht, da ist man sehr schnell betroffen als Nachbar von irgendwas, von irgendeinem Bauprojekt möglicherweise, ein Verkehrsprojekt, was auch immer. Und da hast du viel, 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 viel schneller die Querulanten auf der Matten, die sich darüber aufregen und das macht es alles eigentlich tendenziell zurzeit anstrengender, aber Christoph hat gesagt, da müssen wir durch. Ja? Das ist, braucht ein, die Entwicklung einer Kultur, wo man einfach sagt, so, wir arbeiten im öffentlichen Auftrag, also arbeiten wir auch mit einer gewissen Bereitschaft zur Öffentlichkeit und das dauert einfach auch eine Zeit, bis sich da eine gewisse Reife herausbildet, auch im Umgang mit diesen Informationen und man muss diesen Schritt setzen, da muss man durch. Was diesmal hinzuzufügen. Ihr überlegt euch schon Statements oder Fragen, die ihr loswerden wollt. Das ist natürlich noch eine abschließende Fragerunde. Ich hab immer den Eindruck, es sind ja, und einige sind ja auch hier, es gibt nicht besonders viele Menschen, die mit Daten etwas anfangen können. Du hast das jetzt auch schon mehrmals erwähnt, der Taxifahrer und der Kaffeemaschinenbetreuer sozusagen. Was für ein Rattenschwanz quasi sozusagen an Maßnahmen sind denn eigentlich dann noch notwendig, weil in den Redaktionen sitzen noch vorwiegend Menschen, die mit Daten wenig anfangen können. Es fangen die ersten Online-Medien so ein bisschen an jetzt, langsam auch mit Datenjournalismus zu arbeiten, aber das ist ja eigentlich noch Kinderschuhe, kann man sagen. Ja? Da wird sich ja wahrscheinlich dramatisch viel noch verändern, vermutlich, ja? Aufgrund auch der Technologie, die halt jetzt da ist. Ja? Und da werden sich die Medien ja auch irgendwie dran gewöhnen müssen. Aber ist es auch notwendig, da in den Schulen, dass wir also mit Datenverarbeitung auch vollkommen neu denken und wenn wir für die Zukunft gerüstet sein wollen, weil das nehme ich jetzt als auch ein bisschen als politische Handlungsanleitung jetzt sozusagen auf Bundesebene mit, was bräuchte es denn dann noch eigentlich? Weil Open Data allein kann es ja noch nicht sein, wenn es nur eine Handvoll Menschen gibt und ein paar, wie gesagt, sitzen da, überhaupt mal damit was anfangen können. Also jeder produziert heutzutage eine Menge Daten und ist von Daten betroffen, Stichwort NSA-Überwachung und so weiter, also der Datenschutz, persönliche Daten, EU-Datenschutzrichtlinie, also es betrifft jeden bis in den intimsten Bereich, aber das Bewusstsein ist nicht da, dass er an das auch betrifft oder ich habe nichts zu verbergen, diese Haltung quasi. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie man das festmachen soll, also es ist einfach
es fehlt sehr viel an Aufklärungsarbeit diesbezüglich, was Medienkompetenz, sagen wir als Datenkompetenz, aber einfach wie IT funktioniert, wie Zugänge zu, wer hat Zugang zu den Daten, sind, also Stichwort nicht Accessibility, aber einfach auch quasi hat jeder Breitband, Internet, solche Dinge. Das muss man natürlich ganz global, also nicht global, aber einfach viel breiter angehen, damit man die Leute mit den Themen auch weiß, da geht es um Sachen, die wirklich jeden betreffen. Also da bin ich schon überzeugt. Jetzt nicht bei Open Data in dem Sinne, natürlich die als Nutzer, als Bürger und so trifft das jeden, aber die persönlichen Daten, die durch die stärkte IT im Alltag quasi immer allgegenwärtiger werden und in Geräten Benutzerprofile und so, ich denke, dass da noch viel mehr Aufklärungsarbeit notwendig ist und auch einfach, dass das Thema NSA-Überwachung so wenig Thema ist in Österreich, Vorratsdaten speichern oder so. Ich meine, Österreich macht ja das auch, aber das ist jedem wurscht. Ich bin im Wahlkampf auf der Straße gestanden, ich habe auch immer gesagt, dass ich ein netzpolitischer Sprecher bin und die Leute wollten von mir wissen, wie schafft ihr Jobs? Und NSA war nie Thema, kein Mensch auf der Straße hat mich wegen NSA angesprochen. Ich glaube, also das auch, was du vorher gesagt hast, ja, dass es natürlich einfach nur so ein total schmale Interessensgruppen sind. Das erlebe ich natürlich, wie ich mich quasi gesagt habe, ich fühle mich für das Thema verantwortlich, habe ich sofort gemerkt, jetzt, ich sehe dieselben Leute, die jetzt auch schon irgendwie wissen, dass ich mich für das verantwortlich für immer wieder, ja, aber im Breiten, also außer Future Zone oder so, habe ich kaum medialen Zugang. Also einen Wahlkampf kannst du damit nicht gewinnen, mit so einem Thema. Und du findest da nicht ein breites Sinn. Ich glaube, dass es ein sensationell wichtiges Thema ist. Also, und die gesamte Netzpolitik, unser gesamtes Leben und wirklich wichtige Entscheidungen, politische Entscheidungen, aber auch viele, viele andere Dinge, finden heute auf dieser virtuellen Ebene statt, finden im Netz statt, finden über Daten, über Wissen, Informationen statt. Und ich glaube, wir müssen es quasi aus den virtuellen Räumen wieder in die reale Räume reinholen. Ja, also eine Idee wäre zum Beispiel, dass sich Museen oder andere Kulturenrichtungen, aber natürlich auch Schulen, mehr damit beschäftigen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein neues Wien-Museum planen, dann wäre es gut, dort quasi einen virtuellen Raum zu haben, wo die Leute wirklich angreifen können, was haben diese Daten da mit meinem ganz konkreten Leben zu tun. Und das muss man visualisieren, das muss man angreifbar machen, das muss man damit spielerisch umgehen können und all diese Dinge. Da ist wahnsinnig viel, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr viel Hirnschmalz in die Vermittlung investieren. Nein, ich meine, daran denke ich, führt sowieso kein Weg vorbei, ja, dass wir das in die Curricula, in die Schulen reinbringen, in die Lehrpläne. Und ich glaube, es sind diese zwei Schienen. Ja. Das eine ist, was jeden betrifft, wie du gesagt hast, ja, also dass wir eigentlich ständig digital kommunizieren und auch da Datenspuren hinterlassen. Also diese Schiene, ja. Das Problem ist halt, dass es immer ein bisschen dauert, ja, bis das in den Lehrplänen verankert ist, weil die Entwicklung schneller ist als die Leute, die das beschließen, hinten nachrufen und dann auch ein Generationengap da ist. Und das Zweite ist aber dann, glaube ich, es wird immer einen bestimmten Divide geben. Ja. Man hat den Digital Divide immer genannt. Ja. Man wird ihn verringern und dann wird ihn dann neu entstehen. Ja. In dem Fall wäre es dann ein Data Divide, ja, der Andrea Di Maio hat das auch gesagt, ein Open Government Spezialist, ja. Und dann muss man den wieder verringern, ja. Und zum Beispiel in dieser Open Data Divide Geschichte könnte man zum Beispiel ja auch, was ich vorher gesagt habe, sich den Gender Gap anschauen, ja. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt ein Open Data Thema, sondern es ist ein IT Thema eigentlich, ja, weil, wie schaffe ich ganz klassisch, ja, wie schaffe ich Programme für junge Mädchen, die für das Thema zu interessieren? In unserer Evaluation haben wir das auch rausgebracht und da hieß es dann immer von den Frauen, die ich interviewt habe, das ist so unsexy, weil da sitzen lauter Nerd dahinter und man müsste das Open Data Thema über die Sexiness aufrollen. Was heißt, man müsste die Themen, also man müsste nicht von der technischen Seite anfangen, sondern man müsste da anfangen, wozu ich die Daten nutzen kann. Also die Politik interessiert diese Zielgruppe sehr, ja, und darüber dann ein Interesse an Open Data schaffen, damit es auch dazu
einer Veränderung kommt. Ja, das sind ganz klassische Gender-Mainstreaming-Dinge, die man da machen könnte, aber da hat jeder eine eigene Meinung dazu, glaube ich. Die Grünen haben ja auf Bundesebene, das war jetzt so vor einem halben Jahr ungefähr, haben wir eine Pressekonferenz gemacht, da wollten wir ein Informationsfreiheitsgesetz, das fordern wir, das wollen wir. Wir haben heute vom Klaus gehört, dass auf Wiener Ebene, ich sag's mal freundlich, auch die SPÖ noch versucht wird zu überzeugen über die Notwendigkeit eines Informationsfreiheitsgesetzes. Open Data ist natürlich immer ein Bestandteil dieser Idee, samt Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Ja, vielleicht so eine Abschlussrunde, Sie können natürlich auch jetzt Abschlussstatements, welche ihr wollt, machen. Glaubt ihr, schaffen wir das noch in der nächsten Legislaturperiode, dass wir in Österreich ein Informationsfreiheitsgesetz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses haben? Fangen wir an, Klaus. Ich bin grundsätzlich, versuche optimistisch zu sein. Es gibt ein paar Anzeichen, wo ich mir denke, es wird sehr viel über Transparenz geredet, aber wenn man dann die handelnden oder die sich exponierenden Personen dann fragt, naja, okay, wenn du für Transparenz bist, dann geh doch mit Beispiel voran und gib die Daten aus deinem Ressort frei, dann kommt verzählt zurück, na, das geht aber dann nicht. Dann ist das für mich sehr, braucht das noch sehr viel irgendwie. Also das Vertrauen ist noch nicht sehr da, weil wenn man den Diskussionsprozess verfolgt, hat es zuerst große Versprechen gegeben und dann in letzter Minute Rückzieher. Das heißt, es gibt einen anderen Stil, hoffen wir vielleicht positiv, dass es da zumindest einen neuen Stil gibt. Ich meine, es wird sicher mehr gefordert von der Bevölkerung denn je, wenn ich mich zurückerinnere an die Umfrage, die wir gemacht haben, die du ja auch präsentiert hast. Könnte ich prognostizieren, beides ist möglich, weil ich meine, wir haben schon eine Mehrheit damals gehabt, die gesagt haben, wir müssen es regeln, es muss irgendwie geregelt werden, nur dass die eine Hälfte gesagt hat, es braucht einen eigenen Namen und ein eigenes Gesetz dafür und die andere Hälfte gesagt, nein, ich würde mir auch zufrieden gehen, wenn es häufig nur geregelt ist, aber in einem anderen Gesetz verankert ist, aber das ist, also das sind schon zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, ja, und da war die Mehrheit ja, also von der politischen Top-Down-Ebene jetzt ja nicht für ein eigenes Gesetz, sondern nur wenn wir die zwei zusammengezählt haben, ja, haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen eine Regelung. Von dem her würde ich jetzt aus dieser Perspektive ja schon zum Pessimismus tendieren, ja. Aber ich lasse mich überraschen. Ich merke in der generellen politischen Arbeit immer ein bisschen, dass natürlich Bürgerinitiativen und der Einsatz dafür noch kommt, wenn ein Leidensdruck verspürbar ist und den hätten wir ja eigentlich wiederum schon, ja. Also wir leiden an den Amtswegen. Es gibt zahlreiche Bürgerinitiativen, wobei viele Leute wieder aufgeben, ja. Da gab's ja mal die Kärntner, dieses, ja, wie hat er denn geheißen? Der aus Kärntner, ja, genau. Der hat ja dann auch wieder die Plattform runtergenommen. Gibt's ihn wieder, na gut. Naja, also ich glaube, wenn das zusammenkommt, dass wir vermitteln, warum wir, wo da der Leidensdruck wäre, dann gibt's das Potenzial auch, ja. Ja, ich wollte zuerst noch kurz vorher zwei, bevor ich deine Frage beantworte, zwei Sachen aus dem Publikum aufgreifen. Nämlich, wenn man Daten mit wirklich praktischen Handlungen dann verknüpft, dann schafft man wahrscheinlich auch die Vermittlung leichter und dann leichter die Akzeptanz dafür, dass das was Wichtiges ist. Offener Haushalt muss dann eigentlich als nächste Konsequenz zur Folge haben, dass man über partizipative Haushalte, über partizipative Budgets redet, ja, dass man Mitbestimmung der Bevölkerung ermöglicht, so wie das in Porto Alegre vorangeschritten ist, wie das in Berliner Stadtteilen, also in Berliner Bezirken gibt, wie das in Sevilla gibt, dass man wirklich über Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung auch in der Budgetgestaltung, und nicht nur, dass sie es wissen dürfen, sondern dass sie es mitgestalten dürfen. Das ist das eine. Beim Wien-Museum, danke für diese, also das genau hätte ich gerne, dass die Bevölkerung, bevor es noch gibt, also es wird jetzt einen Neubau am Karlsplatz geben und eine komplette Neugestaltung geben, dass noch bevor das gebaut wird, die Bevölkerung mit einbezogen wird in die Mitgestaltung. In Liverpool, Liverpool ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, ja, ist ein Viertel so groß ungefähr wie Wien. Die haben
bevor sie das Stadtmuseum gebaut haben, 50.000 Pfund ausgegeben für ein partizipatives Projekt mit allen Bevölkerungsteilen, ja, also auch mit Arbeiterinnenschichten, mit Migrantinnen und so weiter. Das hat so, also mit sogenannten kulturfernen Schichten oder Leute, die nicht klassischerweise in ein Museum gehen. Das hat dazu geführt, dass Liverpool, dieses Liverpool Museum heute von 1 Million Menschen pro Jahr besucht wird. Also doppelt so viel Leute, wie dort wohnen. Ein großer Teil davon ist die eigene Bevölkerung, die dort oft mehrmals im Jahr, manchmal mehrmals im Monat dorthin geht. Zum Vergleich, das Wien-Museum hat zurzeit pro Jahr 125.000 Besucher und Besucherinnen. Ja, also diese große Einbeziehung, Partizipation, die Bevölkerung hat, führt mit zu einer Identifikation und genau das hätte ich für Wien auch gerne. Nur zu deiner Frage abschließend, ich meine, auf der einen Seite führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei. Ja, es wird eingefordert, es wird immer mehr eingefordert. Die Möglichkeiten, auch die technischen Möglichkeiten, sind ja auch immer größer. Ja, also viele der Daten, die Verwaltungen oder Regierungen nicht freigeben, werden dann doch gefunden. Siehe WikiLeaks und all diese Dinge. Worüber wir uns allerdings gleichzeitig Gedanken machen müssen, ist die Finanzierbarkeit solcher Recherchen. Ja, wir erleben gleichzeitig natürlich, dass auch mit Niedergang von Printjournalismus und so weiter, die Menschen, die davon leben können, diese Daten sich nicht nur irgendwo zu holen, sondern auch zu sortieren, auszuwerten, einzuordnen und dafür Aufmerksamkeit zu schaffen, das wird, glaube ich, auch ein Thema sein, über das wir uns neben dem Ganzen auch unterhalten werden müssen, aber es wird sich heute nicht ausgehen. Das ist ein großes Thema. Es geht eh nicht alles aus, wir fordern auch noch viele Themen ein. Ja. Aber abschließend mal herzlichen Dank für alle, dass ihr da seid. Mir kommt das mittlerweile mit dem Transparenzgesetz eh so vor, das ist so ähnlich mit der Homo-Ehe. Man weiß, es ist nicht mehr eine Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt. Sozusagen. In dem Sinne, schönen Abend und zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, ich kannte Engerwitzdorf noch nicht, aber jetzt sage ich voller Stolz, Österreich darf Engerwitzdorf werden. Das wollte ich immer schon mal gesagt haben. Dankeschön.